Lobbyismus ist keine Korruption, nein, natürlich nicht, weil sonst würde ja beides denselben Namen haben. Aber das eine ist ja was anderes als das andere. Das eine ist ja zum Beispiel verboten und das andere nicht. Beides ist zwar gewissermaßen eine Form von egoistischer Beeinflussung zum Zweck der Vorteilsnahme oder Vorteilsgewinnung, aber Lobbyismus ist ja ganz legitim. Warum nochmal? Aber auch egal. Oder jedenfalls ist das offiziell legitim. Also, es ist halt so. Man kann Geld machen mit Gesundheit und man kann Geld machen mit Krankheit. Sehr, sehr viel Geld. So viel, dass man dadurch erhebliches Wirtschaftswachstum erzeugen kann. Man kann Geld machen mit Krieg, das ist halt so. Das ist die Philosophie des Es ist halt so. Auf Dauer betrachtet ist es normal, normopathisch zwar vielleicht auch und nicht gerade der vernünftige Staat im Sinne von Hegel oder so, aber eben jetzt auch einfach normal. Es ist in den Köpfen der meisten Leute normal geworden. Wir haben grundsätzlich, ganz grundsätzlich. Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst, aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist.